Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Winter Survival. Im letzten Part haben wir ja diese Holzhütte gefunden und haben auch schon ein paar Sachen gelernt, unter anderem wie wir Klamotten herstellen können und so weiter. Und wir haben die Mission, dass wir unseren Rucksack holen müssen. Ich habe im Schnitt gesehen, dass ich glaube, dass dort ein Weg hinführt und dass ich eigentlich falsch war an der Stelle. Aber das gucken wir uns jetzt noch genauer an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja Leute, wir sind wieder hier in unserer Hütte gespawnt, nachdem wir im letzten Part da oben auf dem Berg quasi uns ausgelockt haben. Wir gehen jetzt raus und schauen den Weg hier entlang, ob wir da zu unserem Rucksack hier kommen. Wäre auf jeden Fall mal interessant, ob ich mich da verschaut habe oder eben auch nicht. Hier ist ein Fluss. Sollen wir da mal kurz hinschauen? Wir können uns waschen. Du musst dich ausziehen, um dich zu waschen. No, ich will mich nicht ausziehen. Na gut, das können wir uns ja später auch noch ansehen. So, was ist hier? Oh, hier sind auf jeden Fall Monsterbärenabdrücke. Ich hoffe, dass der nicht in der Nähe ist. Und er sagt, ich werde erfrieren, wenn ich meine Kleidung nicht schnell trockne. Okay, da komme ich nicht rauf. Ja gut, dann müssen wir halt erfrieren, aber wir müssen ja auch irgendwie mal zu unserem Stuff kommen. Bärenspuren und Fußabdrücke daneben. Das sieht nicht gut aus, das muss ich mir ansehen. Ja, nee. Ich will jetzt erstmal hier meinen Stuff zurückhaben, bevor ich mir irgendwas anderes anschaue. Ach ja, guckt mal. Guckt mal, guckt mal. Und ich sag noch, ich bin so ein schlaues Füchschen. Bunte Tramete. Ach, das ist der Pilz. Geht hier sonst noch was? Nö. Was ich auch noch sagen wollte, auf jeden Fall kommen auch immer wirklich genug Updates und so fürs Spiel, falls ihr euch fragt, ob da was passiert oder nicht. Sei lieber vorsichtig. Ich kann doch darüber jumpen. Na also. Aufheben. Sehr schön. Was ist das für ein Geräusch? Oh nee. Mein Walkie-Talkie. Ich muss nur dem Geräusch folgen. Da unten anscheinend. Das Geräusch kommt von unten. Ich glaube, dieser Felsen könnte ein Anker sein. Du musst nur ein Seil drum binden. Sollen wir mal probieren, ob wir da drüber springen können? Okay, also das hat schon mal funktioniert. Du hast keine Ressource, aber ich habe doch gerade ein Seil gemacht. Da stand doch gerade an der Seite minus 4. Nee, Quatsch, Eva Inventar. Ja, Leute. Ich habe doch gerade dieses blöde Seil gemacht. Aus meinem hohen Gras. Oder bin ich jetzt doof? Na gut, okay. Also anscheinend bin ich entweder doof oder was auch immer. Ich dachte, wir haben es gemacht, aber wenn hier eh hohes Gras ist, sammeln wir das und machen uns ein neues Seil. So, und wenn ich jetzt hier hingehe und E drücke, dann sagt er wieder, du hast keine Ressourcen. Okay, Herstellung. Seil. Herstellen. Neues Anpassungsniveau. Ja. Benutzen. Seil minus 2. Steht jetzt wieder da und es hängt hier nichts. Ja, was ist denn das? Und jetzt steht wieder, du hast keine Ressourcen. Ja, wo ist denn mein dummes Seil? Also das geht mir doch schon wieder echt übelst auf den Zeiger.
So, ich habe jetzt noch mal eins hergestellt. Wo ist es denn? Hier. Benutzen, ziehen, fallen lassen. Benutzen. Wenn ich das anklicke, dann passiert nichts. Ja. E benutzen. Minus ein Seil. Wisst ihr was? Das ist mir echt zu blöd mit dem Seil. Das ist mir wirklich viel zu blöd. Wenn das nicht geht, dann geht's halt nicht. Hallo, können wir da nicht? Wow, ich bin runtergefallen. Das war nicht gut. Oh, meine Gesundheit ist auch wirklich ziemlich am Arsch. Habe ich irgendwas, was mich heilt? Was ist denn das hier? Altes Spielzeug. Benutzen? Kann ich auch nicht klicken. Alte Flasche. Alte Flasche. Jetzt wartet mal, wenn wir jetzt hier diese ganzen Sachen haben, kann ich dann nicht vielleicht hier? Nee. Kann nicht durch. Und hier ist auch leer. Ja, Mist. Mist, Mist. Kommen wir. Wir sind hier außen rumgegangen zur Hütte, oder? Fuck. Ah, da ist wieder der Stein. Wir gehen hier lang. Können wir hochsliden? Tatsächlich. Oder? Nee, jetzt hört's auf. Mist. Nein, nein. Dann gehen wir halt da lang. Quest beendet, eingeweicht. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt beendet haben soll. Wo ist die Hütte? Da hinten war der Baumstamm. Dann muss die Hütte doch hier sein. Da ist sie. Dann gehen wir jetzt runter. Oh, da muss ich hier drüber. Schaffen wir. Jawohl. So. Wir gehen jetzt noch mal kurz in die Hütte. Machen hier zu, bevor irgendein Bär kommt. Geh aufleuchten. Ach, kein Brennstoff. Brennen. Okay. Also, jetzt machen wir uns erstmal ein Feuer. Und hier kann ich meine Kleidung trocknen. Wie kann ich denn das machen? Also, diese 0% Feucht, die auch, die auch, die auch und die auch. Also, wir haben quasi doch nichts mehr, was feucht ist. Sonst hätten wir das jetzt, glaube ich, ausziehen müssen, um es auf die Wäscheleine zu hängen. Trockenleine. Guck mal, hier sind doch auch Stoffdinger. Wieso kann ich denn die nicht nehmen? Interessant. Und mit Q mache ich meine Überlebensinstinkte an. Das heißt, ich sehe quasi hier so Umrisse. Da hinten ist ein Wolf. Das ist okay. Interessant, meine ich. Hier können wir noch Sachen aufheben. Tischlereistation benutzen. Holzbecher, Holzschüssel. Quatsch, Q wollte ich drücken. Wieso bin ich jetzt gerade so langsam? Ich will wieder rein. Türe zu. Ach, das läuft da unten ab. Okay. Und unser Feuer ist schon wieder aus. Und wenn ich auf das Feuer klicke mit meinem mittleren Mausrad, dann speichert es mir auch. Ich kann also am Bett speichern und am Feuer. Okay. Auch interessant.
Die Frage ist nur, wie kann ich mich heilen? Kann ich mich heilen, indem ich was esse? Schauen wir mal. Hunger hat er sowieso ein bisschen. Neues Anpassungsniveau. Na, aber heilen tut er sich da auch nicht. Baue einen Webstuhl. Hä? Also jetzt mal Butter bei die Fische. Im letzten Part habe ich hier einen Webstuhl hingestellt. Ihr wisst das alle. Wo ist der hin? Ich kann mir auf jeden Fall auch eine Fackel bauen. Webstuhl. Braucht Seil. So, aber ich habe anscheinend nicht genug Seil. Kleine Holztruhe, Stroh, Schlafsack, einfaches Lagerfeuer. Ob man dann da auch speichern kann? Ich brauche mehr von dem hohen Gras zuerst. Finden wir denn hier noch irgendwas? Jetzt machen wir nochmal Kuh an. Ah, schaut mal, was ist denn hier? Zuckerrübe, Kartoffel, Kartoffel, Pilze, Brombeeren. Nehmen wir alles gleich mit. Hier ist hohes. Oh. Jetzt hat's einfach mein Spiel gecrashed. An Unreal Process has crashed. Na gut, das ist belastend. Dann würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, dass ich den Part beende. Sorry Leute, dass das jetzt so abrupt aufhört, aber Spiel crasht und ehrlich gesagt habe ich jetzt auch gerade keinen Bock mehr weiterzuspielen, weil mir das mit den Seilen schon wieder irgendwo die Lust verdorben hat. Also weiß auch nicht, wenn man einen Early Access rausbringt, dann sollte man vielleicht schon drauf schauen, dass so die einfachsten Sachen einfach funktionieren. Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Part euch natürlich trotzdem irgendwo gefallen hat. Und dann schauen wir mal, ob es überhaupt auch einen nächsten Part geben wird. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Schönen Abend und bis dann. Bye.